gekommen. Ich habe dich erwartet. Oh, niemand da, um uns zu empfangen. Ja, Peace and Justice, herzlich willkommen. Hier ist dieser Midnight Figure Feature Folge 332? 331? Ich weiß es ja nicht, ey, ich blick da nicht durch, aber macht ja auch nichts, ne? Ist halt so, wie es ist. Ja, frisch frisiert. Ja, der Wind hat mir die letzten Haare vom Kopf geblasen. Fangen wir mal an hier. Ich habe hier, ne, das Zweierpack Force Link 1.0 Boba Fett Han Solo. Wobei, schon wieder, da geht es ja schon wieder los. Ne? Hier steht drauf, Han Solo Boba Fett. In welcher Reihenfolge sind die Figuren? Boba Fett Han Solo. Strange. Hinten dieser Force Link Mist drauf. Schön ist aber hier an der Seite, das finde ich gar nicht mal so schlecht. Das Seitenbild, aber das war es dann auch. Das Design ist Last Jedi Design, sage ich jetzt mal. Hier sieht man schon, dass er da so Flammendinger hat, beziehungsweise auch hier sieht man es ja auch vorne. Da bin ich mal gespannt, ne? Und vor allen Dingen, ob dieser Force Link funktioniert, aber wir können ja auch mal so ausprobieren. Weil normalerweise, hallo, sollte das auch so gehen. Ich habe das schon ausprobiert, ich schwöre. Ja, vorhin hat es funktioniert, aber es ist wieder klar, das ist die größte Scheiße, Alter. Also da sollte man Hasbro auch mal richtig einreihen. Wow, cool. Ja. Kann es sein, dass die Raketendüsen extra Sound haben, oder was? Ja, was ist jetzt hier mit dem Boba? Pfiff. Komm schon. Ich wollte kein 15-Minuten-Video machen. Ich wollte eigentlich nur kurz. Also hat eigentlich schon mal jemand von Hasbro das genau erklärt. Hier, da sieht man immer nur hier machen und hin und her. Ne? Jetzt blinkt es wieder wie bescheuert. Ja, das macht auch wie es will. Also ich sehe gerade hier von 2016. Also ich möchte mal wissen, wie viele Kinder die Scheiß schon kaputt gekloppt haben. Und wieder dieselbe Scheiße. Alter, das geht mir schon auf den Sack, weißt du? Geh doch mal an die andere Figur ran. Ich pack mal eben aus, ne? Weil, wie gesagt, hier, Packung ist eben Arsch halt, gab's für 10 Euro, sonst liegen die ja immer so bei 25, 20 Euro. Ne? Ich habe da schon welche gehabt. Ach hier, ein Klebestreifen nur. Boah, da hat er aber gespart, Leute. Ja, aber die kann man ja wenigstens schön aufmachen und wieder verpacken halt und so weiter, ne? Oh, schön. Ja, das Rückenstück kann man sich ja für ein kleines Diorama nehmen oder so, ne? Was auch immer. Gut, hier haben wir wieder. Safety first. Bitte verschlucken Sie nicht den Flammenwerfer etc. Gut. Aha. Wird aufgesetzt und an die Arme gesteckt. Ne? Noch irgendwas? Ja, und die Force Link Erklärung. Sprich, so auf dem Arm und dann so und dann sollte ein Geräusch kommen. Gucken wir mal. Geil, ist ja Bubble organisiert, der Blister hier. So, zeige ich euch einmal hier im Blister. Ja, mal näher ran hier. Boah, das Flammending, das sieht schon massiv aus. Das sag ich mal so, ne? Wir packen hier erstmal den Hahn aus. Schön mit Blaster. Auch nicht festgeklebt, aber der ist. Ach doch, der ist so gut festgeklebt, dass ich den Klebestreifen gar nicht erkannt habe. Der so durchsichtig ist. Krasser Scheiß. So. Ja, der ist natürlich sehr, sehr klein. Schloss den mal. Ja, hier ist der Blaster. Er sieht gut aus, finde ich auch. Vorne halt, na ja. Ich meine, das ist schon ein Mini-Teil. Figuren halt, Standard. Ja, 5 Pores. Also Points of Dingsbums. Points of View wollte ich gerade sagen. Ja. Ja.
Aber so ist er jetzt auch gar nicht schlecht. Ich guck auch erstmal, wie man so macht, ne, ob das Ding gut in der Hand ist. Ist Han überhaupt Rechtshänder? Ja klar, als er im Ding saß, ja. Super, das ist schon mal geil. Jetzt probiert das auch schon so aus wie andere, ne, ob das was anfällt und so. Aber wie gesagt, da gibt es auch bessere Podcasts für Video. Auch cool, wenn man wieder so passt. Finde ich schon ganz geil. Das sieht gut aus. Auch die Hose mit diesen seitlichen Bemalungen halt hier, ne? Ein Gürtel, auch cool. Oh, der Kopf, ja gut, das, ja gut, jetzt geht er. Break your neck und dann funktioniert das. Auch hinten an der Jacke hier halt so. Ich hoffe, man sieht das mit dem Licht. Ich probiere immer wieder anders aus. Ja. Ich, das ist fürchterlich. Ja, also diese wie heißt das hier? Faltenwurf etc. Also finde ich gar nicht schlecht hier, so ein Bespin, was heißt Bespin-Han? Das ist ja der normale Hahn halt, ne? Vor ein Karonikum. Das Gesicht jetzt halt so. Na, er guckt ein bisschen treu doof. Aber ich würde jetzt gerne mal wissen, ob er denn spricht. Weil da ist das Forstling-Zeichen drunter. Han Solo, ich bin Captain des Millennium Falcon. Schön. Wolfgang Pampel, Alter. Schön die Originalstimme. Er muss ja auch, ne? Okay. Was haben wir noch? Okay, ich probiere jetzt nicht dreimal aus, dann schneide ich es raus. Aber er muss ja bestimmt noch, macht bestimmt noch einen anderen Stück, oder? Komm schon. Han Solo, ich bin Captain des Millennium Falcon. Was war denn, wenn man die schüttelt oder irgendwas? Yeah, dann schießt er. Korrekt. Dann langsam kriege ich es raus, oder? Okay, vielleicht lässt er ja gleich noch einen anderen Spruch los. Wir werden es später hören. Packen wir jetzt zur Seite. Ach übrigens, diese Fliege ist immer noch am Start. Wahrscheinlich wird sie irgendwann mutieren. Und mich dann fressen. Auch geil. Und Boba hat zwei Waffen bei. Einmal Handblaster. Und hier sein... Ich weiß wieder die Bezeichnung nicht. Ey. Ich bin auch ein Toy, weißt du? Aber so ist das halt. Ich zeig mal kurz. Ja, das typische Ding leider nicht bemalt. Aber die Details sind drauf. Hier am Griff halt. Geile Waffe. Ja, ein bisschen weich. Und hier diese Handblaster. Ich überlege gerade, ob das so ein Jango Fett Blaster ist. Ob die so ähnlich aussahen. Ich kann es aber nicht genau sagen. Ne, ja, auch zweifach nur. Aber geil ist hier diese Taschen. Die sind aus so einem weichen Gummi. Ähnlich als ein Halfter auch hier, weil der muss sich ja irgendwie hinsetzen können. Obwohl, das kann er nicht, weil, ja, super. Weil halt hier sein Umhang ist, finde ich aber auch ganz cool. Hier so mit den Schrottdingern da und so, ne. Jetzt guck mal hier dann da die Taschen. Das ist schon geil. Gut, Backpack kann man wahrscheinlich eh abmachen, oder? Ja, klar, ist einfach wieder dieses Sechseck drin, ne. 2, 4, 6, ja. Hier dieser Punkt, die kann ja eher raus. Also die Düsen hätten sie ja auch wenigstens Silber anmalen können. Also das Backpack ist komplett gar nicht angemalt. Also auch ein bisschen schade. Gut, aber Helm, gut, die Beule ist halt dran und so weiter. Aber ist jetzt. Ja. Ich finde, ist nicht der schlechteste Boba Fett. Das hier ist Gummi halt, ne? Das ist diese Wookie-Scalp eigentlich, was das sein soll. Ist aber hier wieder am Gürtel fest, am Halfter. Das ist ganz schön hinten auch da mit den Löchern. Im Gürtel. Mal gucken, wie die Gun in die Hand passt. Oh, hier schon mal schwer. Dann sollte die Boa fliegen. Ja, hier sieht es auch ganz schön mager aus. Alter, das ist ja voll ätzend. Also der hat die Hände ganz schön weit zusammen hier, die Fäuste. Ich traue mich auch nicht, das immer aufzubiegen. Obwohl kann man. Okay. Ja gut, dann hat er den vernünftig drin. Jetzt hier sein Special-Gewehr. Oder wie nennt man das denn? Ey, ich wusste das mal. Kann ich gehen mal mit dem Daumen hier durch den Abzug und dann müsste er das eigentlich umgreifen können. Okay, das ist super. So, haben wir's. Im Halfter tue ich es gleich nochmal. Oder der steht ein bisschen schief, glaube ich. Warte, ich setze ihm nochmal eben das Backpack auf. Und dann machen wir einen Rundumflug. Und dann vielleicht auch ein bisschen näher ran.
Oder das wird nichts. Der ist ja hier. Der steht schief, aber ich finde die Pose auch gar nicht schlecht. So, wenn ich jetzt so gucke. Ne, relativ cool, locker halt so. Und da sind diese kleinen Löcher drin, die auch so leicht eckig sind, diese Holes. Ja. Cool. Ich pack mal eben noch hier den Blaster hier rein. Wenn das Jetpack nicht im Weg ist, ist er fällt schon ab, aber gut, da sitzt feste drin. Jetpack ist klar, das macht man 10-mal auf und ab, dann ist das wieder vorbei. Jetzt möchte ich aber mal hier wieder wissen, ne? So, nützt er mir nichts. Geil. Und haben wir noch einen anderen? Korrekt, das war schon mal der zweite Spruch. Tod nützt mir nichts. Versuch erst gar nicht, dich zu verstecken. Alter, dritte. Korrekt. Okay, dann macht er immer nur den. Tod nützt mir nichts. Ja, ja, gut. Ist ja okay. Das wissen wir alle. Aber er ist ja auch nur in Carbonit eingefroren. Ja, dann müsste der Solo ja vielleicht. Solo, ich bin Captain des Millennium Falcon. Komm, mach noch einen. Okay, noch einen anderen. Komm. Schuss, Junge. Ein Millionentreffer. Geil. Komm, und noch einen. Wenn Boba schon drei hat. Han Solo, ich bin Captain des Millennium. Okay, den hatten wir. Ich hab da ein ganz mieses Gefühl. Bei der Sache? Cool. Geil, das waren dann jetzt sogar vier dann, ne? Han Solo, ich bin Captain. Ja, ich auch bald. Guck mal, mit Ballern. Ja, okay, das ist schon mal cool. Schön. Also langsam klappt es mal besser. Jetzt kommen wir mal zu dem Moped hier. Das ist natürlich richtig fett, ne? Guck dir das mal an hier. Ich glaube, mein Telefon geht gleich. Oh nein, ich habe schon direkt die Flammen abgerissen. So, weg damit. Alto Belli. Ja, cool. Gut, die kann man so draufstecken. Das ist dann also auch, sieht man schon, das Backpack. Ne, hier mit so einem Schulterding noch darüber. Oh, sieht geil aus. Gut, die Schläuche, wie man sieht, baumeln dann auch sehr baumelig. Und die Arme werden hier durchgesteckt. Okay. Die Flammen, Alter. Boah, das kommt schon cool. Gut, dann werden wir mal Ober kurz entwaffnen, Jetpack abmachen. Das packen wir eben drauf, das passt hervorragend. Oh, das sieht echt cool aus. Das finde ich ja gar nicht schlecht. Ach so, er soll mit der Arme da durch und dann. Das so passt er mit seinen. Cool. Ja. Er könnte es jetzt greifen, aber da muss ich die Hand aufbiegen. Das mache ich jetzt nicht, ey, weil sonst ist ja irgendwann eine Tonne. Ja, und das ist natürlich wieder das altbekannte Problem, dass hier einem immer alles abfällt. Also da wäre mal angebracht, langsam mal so ein Backpack mit, ja, so Schulterriemen halt, oder? Boah, guck mal, das ist geil. Das finde ich schon gar nicht schlecht. Ich meine, einigen wird auch reichen halt irgendwie, dass man da, ne? Und wenn man es jetzt richtig in die Hände nimmt. Stehen wird wahrscheinlich schwer jetzt. Ne, weil dafür ist nämlich diese Pose von ihm gar nicht gut. Ey. Ja, wenn ich ein bisschen weiter nach hinten gehe, aber ja, er macht direkt gleich den Adler. So kann er stehen. Ja, aber boah. Geil, Alter. Also die Dinger sehen echt cool aus. Da gehe ich nochmal nah dran, glaube ich. Ey. Das muss ich euch ja nochmal so zeigen. Das macht echt Laune. Damn it, Alter. Cool. Und machst du noch ein Geräusch? Ach, schon wieder aus, ne? Komm schon. Okay, das war ein kurzer Schuss. Aber egal. Achso, ich wollte noch mal eben von oben dran gehen, euch die Dinger zeigen. Ich rede auch viel zu wenig, ne? Aber macht ja nichts. Ich schlabber ja sonst lange. Okay, ich gehe mal eben von oben dran. Na, also die Details hier sind ja echt Hammer. Also das finde ich schon super. Das bockt sich mal, ey. Also. Gibt dir, ey. Ja, schönes Feature. Also für 10 Euro ist der DSD mal wieder begeistert, ne?
Komm, ich zeige euch eben nochmal hier vom Solo jetzt so nochmal nah. Obwohl, der hat schon ein bisschen was, aber der guckt ein bisschen skeptisch, so strange. Weiß ich auch nicht. Weil hier, wie gesagt, mit der Jacke und so, das ist alles tutti. Finde ich toll. Ja, schön. Also ich freue mich, finde ich geil. Also die werde ich auch nicht mehr in die Packung zurücktun. Den Boba stelle ich eh irgendwo hin. Ne, den Hahn könnte ich auch noch irgendwie zum Falken. Also wir kommen dem Falken immer näher, dass ich bald den Millennium Falken die zwei Stück mal sauber mache, ne, und bespreche. Das kann sich nur noch um Monate handeln. Oder 10 Folgen oder so, mal gucken. Ja, also finde ich echt geil. Spitze, schönes Teil. Ja, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist ein schöner Gimmick, aber da fand ich früher die Stands geiler, wo du dann über diesen Communicator da sprechen konntest. So, ich kommuniziere jetzt auch woanders und in diesem Sinne, danke fürs Zugucken, Peace and Justice und ja, Augen auf beim Püppchenkauf. Reingehauen, tschüss. Es ist sinnlos, Widerstand zu leisten. Es gibt kein Entkommen.